Nicht nur Red Bull verleiht Flügel. Red Bull verleiht Flügel. Nicht nur in der Werbung, um vor seiner Stiefmutter wegzufliegen, sondern auch ab dem 28. Februar 2014 wieder in der Nähe von Berlin. Im Eurospeedway Lausitz. Unter Motorsportanhängern auch als Lausitzring bekannt. Die fast 160 Millionen teure Rennstrecke, zur Jahrtausendwende eröffnet, stellt ihre 4,5 Kilometer lange Strecke wieder der Red Bull Air Race Series zur Verfügung. Diese findet nach dreijähriger Pause zum siebten Mal statt. Red Bull ist bekannt dafür, sich nicht nur mit Werbung im TV und auf vier Rädern zu begnügen, sondern auch hoch hinaus zu wollen, wofür sie bekanntlich auch tief in die Tasche greifen müssen. Es handelt sich dabei um ein Luftrennen, mit speziell dafür von Red Bull erstellten Regeln. Die begeisterten Anhänger pilgern schon Wochen vorher rauf in den Norden, um ja einen Sitz in der hintersten Reihe zu bekommen. Wir wünschen den Piloten, die noch auf die Starterlaubnis warten, viel Glück. Jedes Jahr am 11. Oktober findet der Tag des Sehens statt. Er soll an die Millionen blinden und sehbehinderten Kindern und Erwachsenen erinnern. Das SRK führt in Afrika und Asien augenmedizinische Hilfsprojekte durch. Das Rote Kreuz sammelt Zahngold und vor allem allen alter gebrauchter Schmuck, um diese Hilfsorganisation zu unterstützen. Der gut erhaltene Schmuck wird auf der Red Cross Webseite verkauft. Altgold und nicht mehr zu verkaufenden Schmuck wird eingeschmolzen und verkauft. Die Organisation SRK läuft sehr gut. Letztes Jahr konnten sie 319.640 Menschen untersuchen und 5.335 Patienten am Grauen Star operieren. Diese Menschen konnten danach wieder sehen. Es ist unglaublich, dass mit Schmuck, der sowieso nur irgendwo rumliegt und nicht mehr gebraucht wird, jemand auf der anderen Seite der Welt operiert werden kann und somit wieder sehen kann. Ich besitze kein Gold. Ist das etwas, was Sie mit Stolz erfüllt sagen würden? Nein, in diesem Fall haben Sie wohl noch nie etwas von Metallkonten gehört. Das Interessante ist, dass man Gold besitzt, ohne es wirklich zu besitzen. Der Besitz existiert im Prinzip nur in Papierform. Das Gold wird bei einer Bank aufbewahrt und muss sich nicht in der Obhut des Besitzers befinden. Der Wert ist dennoch der gleiche wie der von physisch vorhandenem Gold. Auf Verlangen kann das gelagerte Gold ausgeliefert werden. Unser Experte Nicola Etter sagt dazu: Es ist unbestritten, dass es um einiges teurer ist, physisches Gold hin und her zu schicken. Abgesehen davon ist es auch mit Gefahren verbunden. Das Papiergold im Gegensatz dazu hat darum Vorteile, wenn es um Preis und Sicherheit geht. Wie man sieht, ist das Gold in Form von Papiergold um einiges sicherer angelegt. Und da es denselben Wert hat wie physisches Gold, hat es auf dem Finanzmarkt gleich starken Einfluss. Kraniche für Fukushima. In Japan besagt ein altes Sprichwort: Wer tausend Origami-Kraniche faltet, der bekommt von den Göttern einen Wunsch gewährt. Nach dem Atombombenangriff auf Hiroshima waren viele Menschen verstrahlt und litten an den Folgen, so auch die junge Sadaki Sadako, welche an Leukämie erkrankte und sich nichts sehnlicher wünschte, als gesund zu werden. In dieser Hoffnung faltete sie die 1000 Kraniche. Doch ihr Wunsch wurde nicht erfüllt und sie starb 1955 im Alter von 12 Jahren. Jedoch nicht umsonst. Denn seitdem repräsentiert der Origami-Kranich eine Atomwaffen- und strahlenfreie Welt. Nach den neuesten Ereignissen in Fukushima gründeten deutsche Klempner die Aktion 1000 Kraniche für Fukushima, bei welcher sie ihre Klempnerkollegen aufriefen, aus Kupfer 1000 Kraniche zu falten, die sie dann weltweit verkaufen würden, um Kinder in den betroffenen Gebieten zu unterstützen. Angetrieben von diesem Beweis länderübergreifender Anteilnahme wurde der 1000. Kranich im März 2012 gefaltet und wir freuen uns über den Erfolg und wünschen weiterhin einen guten Flug. Blei im Wasser vergiftet Kinder. In vielen Häusern in Deutschland ist der Bleigehalt im Wasser zu hoch. Deutschland hat nun einen Grenzwert von 0,01 Milligramm Blei pro Liter festgesetzt. Untersuchungen haben ergeben, dass das Problem an den Leitungen in den Häusern liegt und nicht an den Hauptleitungen. Diese Problematik wird sich durch eine Senkung des Grenzwertes nicht lösen, sondern weiter zuspitzen. Ohne Sanierungsmaßnahmen werden sich die Bleiüberschreitungen der Wasserproben mit einem Schlag verdoppeln. So auch Stefan Bruck, Geschäftsführer von AKKA.
Das Blei kann zu Vergiftungen führen. Vor allem betroffen sind die Kinder. Man rät, die Leitung beim Überschreiten des Grenzwertes zu sanieren oder zu ersetzen, damit man vor Bleivergiftungen geschützt ist. Metall gegen Falten. Blattgold, das bisher meist für die Verschönerung von nichtmetallischen Gegenständen wie Bilderrahmen, Mobiliar und Figuren verwendet wurde, findet langsam auch seine Nutzung in der Schönheitsbranche. Das Metall enthält diverse hautverbessernde Wirkstoffe, die es für die Verwendung in Antifaltencremes und Gesichtsmasken gefällig machen. Was die Frauen erst kürzlich entdeckten, hat Frédéric Auguste Bartholdi schon mehr als 100 Jahre zuvor bewiesen. Er kreierte die Freiheitsstatue für New York mit einer Schuhgröße von 1220, einem BMI von 26,5 und dem Gesicht seiner Mutter. Lady Liberty wurde im Oktober 127 Jahre alt und blieb bis heute faltenfrei. Eine sexy Metallfrau als Symbol für Freiheit und gratis Schönheitstipps. Danke, liebe Männer. Das leidenschaftlich umworbene Gold. Gold ist nicht einfach ein Metall, es ist das Metall. Gold steht schon seit Menschengedenken für Macht, Reichtum und Schönheit. Es wirkt scheinbar unvergänglich, hat einen wunderbaren Glanz und übt eine unglaubliche Faszination auf die Menschheit aus. Aufgrund seiner Wiederverwendbarkeit gilt Gold in der Wirtschaft als sichere Geldanlage, auch wenn der aktuelle Goldkurs anderes aufzeigt. Der Anfang dieses Jahres recht hohe Kurs ist bis jetzt stetig gesunken, wobei er zwischendurch Hochs erlebt hat. Experten warnten davor, sein Vermögen voreilig in Gold anzulegen, da die Langfristigkeit dieser Hochs fragwürdig sei. Zugleich solle man sich nicht zu sehr von den Goldkursen beeindrucken lassen, da Besitzer große Mengen an Gold den Goldkurs dauernd beeinflussen und verändern. Eine über einen langen Zeitraum bedingte Besserung ist, in Anbetracht aktueller und vergangener Entwicklungen, absehbar. Rolf Schneebele, Goldexperte, sagt aus, dass zwar viel mehr Gold gehandelt würde, als tatsächlich vorhanden wäre, dass physische Gold aber dennoch ein reales Handelsgut wäre. Die Tatsache, dass es seinen Wert so langfristig hält, so sagt er, lässt sich am besten damit begründen, dass die Menschen an das Gold als Wertanlage glauben. Dazu sei es wahrscheinlich die älteste und weitaus bekannteste Marke weltweit. Der gemeinsame Glaube an Gold ist es also, was Gold so begehrt und sicher macht. Und die Grundlage ist immer das Streben des Menschen nach mehr. Immer mehr Arbeitende in der Metallbranche sind stolz auf ihre Arbeit, obwohl der Stress zugenommen hat. Die Anforderungen und der Leistungsdruck sind deutlich gestiegen. Trotzdem beurteilen 2/3 der Arbeiter ihre Arbeit als interessant. Der Arbeiter fühlt sich wohl in ihrem Betrieb. Siegfried Dauner, Leitung der Bildung Metallbau, sagt dazu, der Druck bei der Fertigung und Montage ist heutzutage sehr hoch. Aber Stress kann auch positiv gewertet werden, wenn man den Beruf mit Freude und ausübt und stolz auf den Beruf ist. In der Außenwelt wird der Berufsstolz kaum wahrgenommen. Das liegt daran, dass die Firmen meistens in einem Industriegelände sind und so haben die Jungen keinen Bezug auf die Metallbranche, da sie auf dem Schulweg keine Werkstatt begegnen. Metallbau wird oft als schmutziger und harter Beruf bezeichnet. Das will der Berufsverband SMU, Schweizerische Metallunion, ändern und die schöne Seite des Berufs der Welt zeigen. Stirbt Metall aus? Wenn Gegenstände lange halten sollen oder besonders sicher sein müssen, wird meist auf Metall gesetzt. Mit Verbundstoffen kann oft ein geringes Gewicht bei ähnlicher Festigkeit erreicht werden, was zu einem besseren Fahrverhalten führt. Der Nachteil dabei ist, dass Verbundstoffe bei Unfällen ein höheres Risiko für die Insassen darstellen. Im ungünstigsten Fall können Bauteile splittern oder sogar Bruchstücke davon in die Fahrgastzelle eindringen, was verheerende Folgen für die Insassen haben kann. Während Hersteller wie BMW und VW vermehrt auf diese Bauweise setzen, schlägt Jaguar einen anderen Pfad ein und baut das neue F-Type Coupé komplett aus Metall. Das F-Type Coupé setzt auf Fertigungstechniken aus der Raumfahrt. Das Metallchassis übersteht dadurch Torsionsbelastungen von bis zu 33.000 Newtonmeter, ohne sich dabei mehr als 1 Grad zu verwinden.
wie Jean-François Raoul, Product Manager bei Jaguar, uns zusicherte. Metall wahrt also doch noch gewisse Stärken, die nur ihm zugesichert werden können und wird wohl nicht so schnell von anderen Materialien vom Markt verdrängt werden. Holz war gestern, Metall ist heute. Es ist allseits bekannt, dass die Zufriedenheit in den Metallberufen sehr groß ist. Die Metallmänner sind stolz auf ihren Beruf und führen ihre Arbeit mit viel Elan aus. Dies trotz des stetig steigenden Drucks. Anton Graber, Projektleiter Weiterbildung der SMU, sagt dazu Folgendes. Handwerkliche Arbeiten haben den Vorteil, dass sie greifbar, sichtbar und messbar sind und nach Vollendung des Werks einen gewissen Berufsstolz entwickeln. Durch das Erreichte kann man auch den Stress besser wegstecken. Arbeiten aus Metall stellen den neuen Lifestyle dar. Lebende tote Goldminen. Jährlich werden in der Schweiz rund 53.000 Kremationen durchgeführt. Dabei fallen nach Schätzungen des Kassensturz Edelmetalle im Wert von 3,7 Millionen Franken an. Die Krematorien der Stadt Solothurn und dem zürcherischen Rüti seien dem Goldgraben in Kremationsasche nicht abgeneigt. Solothurn habe seit dem letzten Jahr eine neue Aschenmühle, die Gold, Silber und Platin automatisch aus der Asche filtert. Die Edelmetalle könnten nachträglich nicht mehr einem Leichnam zugeteilt werden. Sie werden verkauft. Die Einnahmen decken einen Teil der Friedhofskosten. Gebühren könnten dadurch gesenkt werden. Doch die Aneignung von Edelmetallen durch das Krematorium sei rechtswidrig. Gemäß Umfrage unter den Schweizer Krematorien werden Edelmetalle, Zahngold und Schmuck einzig in Solothurn systematisch verwendet. Der australische Milliardär Clive Palmer will eine detailgetreue Kopie der Titanic bauen. Die Titanic kollidierte 1912 mit einem Eisberg und sank. Dabei kamen mehr als 1500 Menschen ums Leben. Dieses Mal soll sie ihre Reise zu Ende bringen, so Palmer. Die Titanic 2 soll rund 2500 Passagieren Platz bieten. Ausgestattet wird das Schiff mit neuester Technik. Das Äußere wird allerdings möglichst genau dem Original nachempfunden. Es soll das sicherste Kreuzfahrtschiff der Welt werden. Laut Palmer will er seinen Lebenstraum aus eigener Tasche finanzieren. Gebaut werden soll das Schiff in einer Werft in China. Von dort aus startet es seine Jungfernfahrt mit einem Halt im britischen Southampton und setzt seine Fahrt von dort aus nach New York fort. Gemäß Palmer haben sich bereits 40.000 Interessenten dafür angemeldet. 16 von ihnen wären sogar bereit, über 1 Million Dollar zu zahlen, um auf der Jungfernfahrt des stählernen Riesen dabei zu sein. Männer und ihre Träume. Wer braucht schon Goldschmuck? Schon immer galt Metall als wichtiger und wertvoller Stoff. Nicht zu verkennen ist somit auch Gold. Besonders beliebt ist Gold als Schmuck bei Frauen. Das derzeit geförderte Gold wird zu etwa 85% zu Schmuck verarbeitet. 12% verwendet die Industrie. Dazu zählen Elektronik, Medizin und Optik. Die restlichen 3% gelangen in Tresore von Banken. Nun noch zwei Beispiele von Goldtypen. Das Rotgold. Dies ist eine Goldlegierung, welche aus Feingold, Kupfer und manchmal noch etwas Silber besteht, um die Verarbeitung zu verbessern. Gelbgold. Es handelt sich hierbei um eine dem Feingold ähnlich gelbe Goldlegierung. Mit Silber und Kupfer. Hierbei beeinflusst das Verhältnis die Farbe. Durch neue Schweißtechniken fliegen sie umweltfreundlicher. Eine neue Schweißtechnik namens Laserschweißen hat Einzug in die Flugzeugindustrie gehalten. Diese neue Methode ermöglicht laut Professor Bernd Brenner eine bis zu 30-fach schnellere Schweißgeschwindigkeit im Vergleich zum Einsatz von Nieten. Da die Schweißnaht sehr sauber ist, erspart man sich das Auftragen von Versiegelungsmasse und außerdem wird das Flugzeug weniger anfällig auf Korrosion. Professor Brenner erklärt, dass nur durch den Verzicht auf die breiten Nietsockel in der Flugzeugaußenhaut und am Stringerfuß das Gewicht des Flugzeugs um schlussendlich bis zu 15% gesenkt werden kann.
von Europa nach Amerika lässt sich somit in einem Airbus A330 etwa 700 Franken an Kerosinkosten sparen und sie fliegen dadurch deutlich umweltfreundlicher. Modellautos erfreuten sich schon immer großer Beliebtheit, egal ob als Sammelobjekt oder Kinderspielzeug. Etliche Monate lang entwarf der Designer Robert Gülpen in Zusammenarbeit mit Lamborghini sein neuestes Werk. Ein Modellauto des Lamborghini Aventador, gefertigt aus purem Gold und weiteren edlen Rohstoffen. Mit höchster Präzision wurde dieses Sammelobjekt angefertigt, welches aus bis zu 24-karätigem Gold besteht. Für den Preis von über 7 Millionen Franken soll dies nun in Ländern wie Abu Dhabi präsentiert und versteigert werden. Mit seinem enormen Preis, welcher 16 Mal höher ist als das originale Modell, brach sein Werk gleich 3 Guinness-Buchrekorde. Ein Teil des Erlöses soll hierbei an eine gemeinnützige Stiftung gespendet werden. Gleichzeitig mit dem 50. Geburtstag vom Lamborghini wird diese kostbare Wertanlage erstmals präsentiert werden. Hochwasser haben dieses Jahr große Teile Deutschlands heimgesucht. Heute scheinen die Folgen größtenteils überstanden. Doch dem ist nicht so, auch wenn die Medienpräsenz mittlerweile stark abgenommen hat. Die Familien wohnen jetzt immer noch bei Verwandten auf dem Dachboden oder im Rohbau. Da kann man überall noch helfen, so Sebastian von der Ecke, Goldschmiedemeister aus Amberg, Bayern. Von der Ecke selbst war beteiligt an den Hilfsaktionen nach den Hochwassern. Um die Opfer weiterhin unterstützen zu können, hatte er eine Aktion ins Leben gerufen, mit einem Anhänger, den er selbst entwickelt hat, dessen Erlös komplett an die Opfer gespendet werden soll. Dieser Aktion gehören auch mehrere Juweliere der Gegend an. Geplant ist eine Spendenübergabe in den kommenden Wochen. Wo die Gelder genau eingesetzt werden, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz geklärt. Spendenaktion wird weitergeführt, bis die Anhänger nicht mehr bestellt werden. Der Zahn muss den Eindruck erwecken, absolut unbezwingbar zu sein. Dies sagt das spanische Innenministerium und ist dabei, einen NATO-Draht über dem Zaun in Ceuta und Melilla an der Grenze Spaniens zu errichten. Die Lage in Ceuta und Melilla spitzt sich immer mehr zu, denn es versuchen vermehrt Flüchtlinge Afrikas, welche zum Teil aus dem ganzen Kontinent herbeiströmen, über die Grenze nach Spanien zu kommen. Doch dass sich in letzter Zeit wieder vermehrt Flüchtlinge nach Europa Zutritt verschafft haben, reagierte Spanien auf den Druck Europas und errichtete nun der Grenze entlang den sogenannten NATO-Draht, welcher zu den gefährlichsten Drähten der Welt gehört. 2007 musste man den Draht schon einmal abmontieren, da es zu viele verstümmelte Flüchtlinge gab. Nun errichtet man diesen Zaun wieder, da man keine bessere Lösung findet, sagt das spanische Innenministerium. Denn die Sicherheit Europas kann man nur mit diesem Zaun schützen. Europa ist nicht begeistert über die Lösung Spaniens, doch man weiß selber nicht, wie man die Grenze sonst schützen soll. Somit bleibt der Draht auf die Gefahr hin, dass noch mehr Menschen verunstaltet werden. Das Jahr 2013 war ereignisreich dank dem Metall, welches immer wieder bewies, dass Männer die Besten sind. Nicht nur ihr Mut und ihre Muskelstärke, mit so einem harten Material zu arbeiten, sondern auch ihr Stolz, Tatkraft und Stärke, auch an einem emotionalen Ort wie dem Ground Zero zu arbeiten. Bereits am 13.11. wurde das neue WTC-4 eröffnet und Anfang des kommenden Jahres wird der Hauptturm eröffnet. Der Hauptturm wird der höchste in New York und in den USA sein und weltweit das vierthöchste Gebäude mit 541,3 Metern. Tragwerk dieses riesigen Gebäudes ist Stahl und Stahlbeton, wobei das Gewicht der Stahlverwendung über 50.000 Tonnen beträgt. Damit wurde bewiesen, dass Männer als Architekten und Arbeiten aus hartem Metall ein sexy, schnittiges Gebäude konstruieren können. Bei alltäglichen Gerätschaften wie zum Beispiel Waschmaschinen ist es schon normal, das Laserschweißen. Dies ist ein Verfahren, in dem zwei einzelne Metallstücke mit einer computergesteuerten Schweißanlage präzise zusammengefügt werden. Im Fraunhofer Institut für Werkstoff- und Stahltechnik in Dresden ist nun eine solche Anlage vorhanden und dies im XXL-Format.
Laut Airbus wird Ihr A380 das erste Großraumflugzeug mit lasergeschweißtem Rumpf sein. Konkret heißt dies, dass Ihr Flugzeug leichter, korrosionsbeständiger und aerodynamischer wird. Das Ganze wird in Zukunft mit einer neuen Legierung von Aluminium und Lithium noch besser. Daraus schließt sich umweltfreundlicheres, billigeres und sicheres Fliegen, dank Metall und seinen Eigenschaften. 3D-Waffen und die Zukunft. Sind 3D-Druckerwaffen eine neue Gefahr für die Bevölkerung? Eine Firma aus den USA hat mit einem 3D-Drucker eine Metallwaffe hergestellt, die nach eigenen Angaben wunderschön funktioniert und schon 50 Schuss erfolgreich abgefeuert hat. Die Firma besitzt eine Lizenz, die ihr die Herstellung von Waffen erlaubt. Gedacht sind diese Waffen für die eigene Sicherheit und nicht für kriminelle Machenschaften. Mit Waffen aus 3D-Drucken beschäftigen sich auch schon die deutschen Sicherheitsbehörden. Das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei sind darüber informiert und möchten demnach eigene Tests mit 3D-Waffen durchführen und sich international mit anderen Behörden abstimmen. Der Leiter der Fachstelle für Waffen und Sprengstoffe im Kanton Basel-Land, Reto Studer, sagt, dass diese Gefahr bestehe, dass Leute mit kriminellen Hintergedanken solche Waffen illegal fabrizieren lassen. Jedoch ist auch die Kantonspolizei darüber informiert und unternimmt die nötigen Maßnahmen. Zwei Greenpeace-Aktivisten bestiegen vor kurzem den Eiffelturm in Paris. Die beiden Aktivisten demonstrierten für die Freilassung der in Russland inhaftierten Mitglieder der Umweltorganisation. Einer der Aktivisten hing von der zweiten Etage, welche sich in einer Höhe von beinahe 116 Metern befindet, während er von seinem Partner, welcher auf der zweiten Etage geblieben war, gesichert wurde. Durch den Protest wurde der Eiffelturm für Besucher geschlossen. Nach einigen Stunden wurden sie dann von Feuerwehrleuten vom Turm entfernt. Der Eiffelturm mit einer Gesamthöhe von 324 Metern und einer Gesamtmasse von 10.000 Tonnen Metall wurde 1887 bis 1889 unter der Leitung von Gustav Eiffel gebaut. Gustav bekam die Idee zum Eiffelturm durch einen Strumpfhalter. Der Eiffelturm stellt nämlich zum Erstaunen vieler ein auf dem Kopf gestelltes Strumpfband dar. Die 3D-Drucker sind im Trend. Im Internet findet man unzählige Baupläne, um Gegenstände selber auszudrucken zu können. Vom Autoreifen bis zur einfachen Gabel. Frisch und schnell von einem 3D-Drucker ausgedruckt und schon sind sie einsatzbereit. Aber mit einer Pistole hat das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei nicht gerechnet. Neulich wurde ein Video im Internet gefunden, welches eine Bauanleitung zeigte, wie man mit einem 3D-Drucker eine funktionsfähige Pistole mit einem 9mm Kaliber Magazin herstellen konnte. Nicht nur Waffen kann man mit der neuen Technologie des 3D-Druckens produzieren. In Japan werden 3D-Drucker benutzt, um Gegenstände auszudrucken, damit die sehbehinderten Menschen diese besser einprägen können. So die Online-Nachrichtenagentur von Zeit.de. Dies sind einige von vielen Gründen, welche für den 3D-Drucker sprechen. Wenn die Entwicklung in 3D-Drucker so weitergeht, dann wird es in nächster Zukunft die Möglichkeit geben, sich alles selbst herzustellen. Wie im privaten Haushalt, sowohl auch in anderen Gebieten, wie zum Beispiel in der Chirurgie, wo man schnell einige künstliche Gelenke oder Knochen ausdrucken kann, wird der 3D-Drucker ein großes Hilfsmittel werden. Im Privaten wird es uns eine leichtere und komfortablere Möglichkeit bieten, fehlende Bauteile für ein Miniaturhaus zum Beispiel auszudrucken und gleich zu verwenden. Allergie bei Metallspielzeugen. Grundsätzlich könnte man annehmen, Metall beschert insbesondere dem jüngeren Teil unserer Gesellschaft eine amüsante Zeit. Dies ist leider nicht immer der Fall, wie das Bundesamt für Risikobewertung vermeldet. Können beispielsweise Metallbausätze für Kinder und Jugendliche erhebliche Mengen des allergieauslösenden Metalls Nickel enthalten. Der BfR-Präsident Dr. Andreas Hensel äußert sich folgendermaßen zu dieser Erkenntnis. Die gesetzlichen
Grenzwerte für Nickel in Spielzeugen müssen eingehalten werden. Die Hersteller sind in der Pflicht. Bei dem Zusammenbau eines solchen Metallbausatzes haben die Kinder langen und intensiven Kontakt mit dem Metall. Falls ein Kind nun eine Allergie gegen Nickel entwickelt, können lebenslängliche Einschränkungen erfolgen. Dabei Allergikern der Kontakt mit nickelhaltigen Materialien dann sofort schwere und krankhafte Hautveränderungen auslöst. Das BfR empfiehlt demnach als Folge der erschreckenden Erkenntnisse verstärkte Kontrollen im Spielzeugbereich.